Das war das, was Nick gesagt hat. Der Donnerstag. Die Ukraine verteidigt gerade mit ihrem Leben, was wir uns in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben. Demokratie, Freiheit, Frieden. Genau dagegen hat Putin einen Krieg begonnen. Und dieser Krieg findet nicht nur in der Ukraine statt. Auf ukrainischem Territorium wird militärisch gekämpft. Aber dieser Krieg betrifft ganz Europa. Krieg erzeugt Angst. Krieg erzeugt Hass. Krieg führt dazu, dass wir verletzbarer sind. Vor 10 Tagen sind wir in einer anderen Welt aufgewacht. In einer neuen, schrecklichen Welt. Am nächsten Tag ist mein Mann von Wien nach Kharkiv aufgebrochen, um unsere Heimatstadt zusammen mit seinen Freunden zu verteidigen. Er war einer der 80.000 Ukrainer, die in diesen Tagen aus dem Ausland in die Ukraine zurückgegangen sind, um für unser Heimatland zu kämpfen. Wir sind keine Sklaven. Also, Putin hat gerechnet, unser Land in 2 bis 3 Tagen zu erobern. Das war ein falsches Kalkül. Denn wir haben eine 40 Millionen große Armee. Jeder von uns ist jetzt ein Kämpfer und jeder von uns ist bereit, unser Land, unsere Leute zu schützen und zu verteidigen. Deswegen ist unser Appell an alle Regierungen, bitte schützen Sie unseren Himmel. Mit dem geschützten Himmel schaffen wir alles andere selbst. Die Lügen, die jetzt in Moskau und in Russland insgesamt verbreitet werden, sind wirklich ein Gift, das in die Köpfe kommt. Die Soldaten, die jetzt in der Ukraine genauso sterben wie die Ukrainer, die ihr Land verteidigen, sind geschickt worden in eine Übung, so hat man es ihnen erzählt. Man hat ihnen nicht einmal gesagt, was Putin eigentlich so verbreitet die ganze Zeit, dass man die Ukraine entnazifizieren müsse. Ich frage mich bei solchen Aussagen immer, wo die Entfaschistisierung Russlands stattfindet. Ja, wenn gestern Putin in den Medien sagt, alles läuft nach Plan, dann müssen wir den Kopf schütteln und sagen, ja, der Plan läuft, weil wir uns hier alle zusammenschließen, weil die ganze Welt zusammenhält, weil es Sanktionen gibt mit aller Schärfe gegen Russland, weil hier eine Geschlossenheit stattfindet, die es auf der Welt so noch nie gegeben hat. Und dieser Zusammenhalt ist jetzt für die nächsten Tage und die nächsten Wochen das Wichtigste, das wir machen können, um der Ukraine unsere Unterstützung zukommen zu lassen. In diesem Sinne stehen wir zusammen für Menschlichkeit und Frieden. Stoppen wir den Krieg, stehen wir auf und melden uns zu Wort. In diesem Sinne, Slava Ukraina! Es gab in der Vergangenheit viel zu viel Unterlassen, auch auf Seiten der Europäischen Union, und viele falsche Entscheidungen. Auch die Abhängigkeit insbesondere energiepolitisch vom Regime Putin. Babys werden gerade in U-Bahn-Stationen geboren, die jetzt Bunker sind. Und meine Rede möchte ich mit einem mittlerweile legendär gewordenen Saga beenden. Der von den ukrainischen Grenzsoldaten den Russen gegenüber gesagt wurde. Nämlich, als ganz am Kriegsanfang 13 Grenzsoldaten auf der ukrainischen Insel Smihine, also Schlangeninsel, von einem russischen Schiff zur Kapitulation aufgefordert wurden, haben sie gesagt, russisches Kriegsschiff, geh
weg. Und von meiner Seite sage ich, russischer Krieg, geh weg.